Wir runden den Donnerstag mit allen wichtigen Informationen aus der Region für Sie ab. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei RONTV. Heute unter anderem wichtig bei uns in der Sendung, wir gucken auf die Situation der regionalen Wirtschaft, Basti. Ja, denn die IHK Rhein-Neckar hat die neuen Konjunkturzahlen vorgelegt, alles dazu gleich hier bei uns. Außerdem, wie sieht es in unserem eigenen Geldbeutel eigentlich aus? Dazu gibt es einen aktuellen Vermögensbarometer, auch den schauen wir uns an. Und im Sport lernen wir endlich den neuen Trainer des SV Sandhausen kennen, Jens Keller. Heute war er erstmals auf dem Platz. Seine Ziele und wie er es erreichen will, all das und noch mehr heute hier bei RON. Ganz viel Spaß. Die IHK Rhein-Neckar hat heute den neuen Konjunkturbericht für den Herbst vorgestellt. Die Analyse zeigt, die Sorgen der regionalen Wirtschaft nehmen weiter zu. Eines der großen Probleme ist unter anderem der Fachkräftemangel. Darüber sprechen wir gleich mit dem Hauptgeschäftsführer der IHK. Doch davor zeigen Ihnen Jonas Damu und Lena Wollny, wie es einem Weinheimer Einzelhändler geht und was ihm in dieser Situation Mut macht. Sebastian Kerner ist Einzelhändler aus Leidenschaft. In der dritten Generation führt er das Herrenmodegeschäft in der Weinheimer Innenstadt. Die vergangenen Jahre gingen auch an ihm nicht spurlos vorbei. Die Konsumzurückhaltung, die ist spürbar, ganz klar. Das macht sich auch im Umsatz bemerkbar. Das ist auf einer Seite befeuert durch die Verunsicherung, die vielerorts vorherrscht. Dann haben Sie natürlich das Thema Inflation. Auch für mich ist der Wocheneinkauf teurer geworden, genauso wie für meine Kunden. Also es waren schon mal rosigere Zeiten. Diese Einschätzung stützt auch die heute veröffentlichte IHK-Konjunkturumfrage unter 444 Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region. Branchenübergreifend nehmen die Sorgen in der regionalen Wirtschaft zu, die Wachstumsperspektiven bleiben aus. Für den Einzelhändler dennoch kein Grund für negative Gedanken. Wir haben das Weihnachtsgeschäft vor der Brust. Es ist so, dass das eigentlich die Zeit des Jahres, gerade im stationären Einzelhandel ist. Und von daher blicke ich eigentlich ganz gut gelaunt und guter Dinge auf die nächsten Wochen und Monate. Denn in einer Sache ist sich Sebastian Kerner sicher. Die Kundennähe und die persönliche und individuelle Beratung kann der Onlinehandel niemals ersetzen. Dr. Axel Lietschke, der Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, ist bei uns. Wie bewerten Sie die generelle Lage der Unternehmen hier bei uns in der Region? Also wir haben die Unternehmen in unserer Region befragt. Insofern haben wir das Originalurteil aus der Praxis. Und die haben uns gesagt, dass die Sorgen wieder zunehmen in der Breite. Und so passend zum Wetter würden wir einschätzen, trüber Herbst ohne greifbare Wachstumsperspektiven. Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region ist der IHK-Konjunkturklima-Index. Wie setzt sich dieser genau zusammen? Ja, wir befragen die Unternehmen nach ihrer aktuellen Lage und wir fragen nach ihren Erwartungen für die nächsten 12 Monate. Und daraus ergibt sich ein mathematischer Wert, der derzeit bei uns bei 104 liegt. Wie kann man das einschätzen im bundesweiten Vergleich oder bundesweiten Durchschnitt? Das ist ganz erfreulich, dass die aktuelle Umfrage bei uns deutlich besser ist als der Bundesschnitt. Dort ist man bei 92. Und um das ein bisschen fassbar zu machen, 100 ist aus unserer Erfahrung heraus der Wachstumswert. Da geht es wieder los mit Wirtschaftswachstum, mit leichtem Wirtschaftswachstum bei 104, so hoffen wir jetzt für nächstes Jahr. Worauf lässt sich das zurückzuführen, dieser Wachstum? Also es gibt einige positive Anzeichen, kleine Pflänzchen der Hoffnung, insbesondere im Handel. Insofern passt gerade der Beitrag sehr gut. Das Weihnachtsgeschäft ist in der Tat etwas, auf das der Handel jetzt hofft. Bislang war es so, dass der Handel volle Lager hatte und auch die Industrie. Und wenn jetzt im Weihnachtsgeschäft etwas abfließen sollte im Handel, dann wird wieder geordert, dann kann die Industrie wieder produzieren. Dann haben wir Hoffnung, dass es vielleicht wieder etwas aufwärts geht. Also Hoffnung gegen Ende des Jahres ist auf jeden Fall da. Aber ein großes Thema, ich habe es eingangs gesagt, ist der Fachkräftemangel. Wie sehr trübt das die Stimmung der Unternehmen? Wie hat sich die Situation hier entwickelt? Ja, also ganz konkret, in vielen Unternehmen gibt es immer noch Aufträge, die man gar nicht bearbeiten kann, weil man nicht die passenden Mitarbeiter hat oder gar keine Mitarbeiter findet für diese Aufgaben. Und das ist natürlich ein Verschenken von Potenzialen. Und man spürt bei den Unternehmen natürlich, dass die Beschäftigten, die da sind, dann mehr Arbeit leisten. Man spürt steigende Arbeitskosten, sinkende Wettbewerbsfähigkeit. Also der Fachkräftemangel, der tut den Unternehmen schon sehr weh. Das spürt man auch in den Innenstädten. Zunehmend geben Geschäfte ihre Läden auf. Wie kann hier wieder mehr Aktivität in die Innenstädte kommen? Also wir sind da gar nicht so pessimistisch, wie das insgesamt so gehandelt wird. Insbesondere denken wir, dass Mannheim nach wie vor ein großes Potenzial hat.
Und dieses Potenzial muss man einfach nutzen, indem die Rahmenbedingungen stimmen. Und da arbeiten wir mit der Politik zusammen, dass einfach vom Umfeld her der stationäre Handel auch in Zukunft eine Chance hat. Übrigens, man redet immer von dem Onlinehandel, das ist natürlich auch beliebt, aber interessant, im letzten Jahr hat der nachgelassen. Also insofern, das wird sich, denke ich, auf so einem gewissen Niveau einpendeln. Also beide Vertriebsformen werden ihre Chance haben. Sie haben bei dem Potenzial der Innenstädten von den Rahmenbedingungen gesprochen. Wie können diese verbessert werden im Zusammenspiel mit der Politik? Ja, nehmen wir das Thema Erreichbarkeit, also die verkehrliche Situation einer Innenstadt, eines Oberzentrums. Wenn die Menschen von außerhalb in die Stadt kommen können, dann gibt es Perspektiven für den Handel. Wenn sie das nicht können, dann gibt es Probleme. Wir werden die Situation weiter begleiten und beobachten. Herr Dr. Nitschke, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Die Unternehmen haben also zu kämpfen, klar, die Bürgerinnen und Bürger. Das Geld der Bürgerinnen und Bürger ist knapp geworden. Laut einer aktuellen Umfrage des Sparkassen- und Giroverbands geben 1/4 der Befragten an, dass ihre finanzielle Lage schlecht oder sehr schlecht sei. Viele Menschen müssen also zunehmend verzichten. Das geht auch einem Heidelberger Autoliebhaber so. Doch trotz den gestiegenen Preisen möchte er auf sein liebstes Hobby auf keinen Fall verzichten. Lena Wollny und Johanna Scherde. Kuno Hock liebt seinen Oldtimer. Auch wenn aktuell alles teurer wird, auf sein Hobby verzichten würde er deswegen nicht. Ich bin jetzt nicht einer, der sich alles gerade so leisten kann und so ein Fahrzeug. Die Leute bewundern das Fahrzeug, aber es ist einmalig. Und wenn was kaputt ist, dann muss alles angefertigt werden, kostet viel Geld. Also tut mir auch manchmal sehr weh. Kuno Hock geht es noch gut. Das schöne Auto und auch mal ein Urlaub ist für ihn noch drin. Aber auch er merkt, dass der Alltag teurer wird. Deshalb schränkt auch er sich ein, beim Einkaufen etwa. Und damit ist er nicht alleine. Laut aktuellem Vermögensbarometer sparen immer mehr Deutsche beim Einkauf und Konsum. Fast 2/3 weichen bei ihren Einkäufen auf billigere Produkte aus. Knapp die Hälfte kocht mehr zu Hause und verzichtet auf Restaurantbesuche. 52% heizen nach eigenen Angaben weniger und 40% der Deutschen sparen beim Reisen. Es sind sich alle einig, mittlerweile schaut jeder genauer auf die Preise. Also man muss vorsichtiger sein beim Einkaufen. Man kann nicht. Früher habe ich einfach mal so, eingekauft und so nicht geguckt. Aber jetzt muss man halt gucken auf die Preise. Ich mache keinen Großeinkauf. Ich gehe mal alle 2 Tage einkaufen. Und ich glaube, da merkt man es eher, dass es so teuer ist, weil man letztendlich so eine kleine Tüte hat und dann macht es schon 20, 30 Euro. Ich schaue schon drauf, was es kostet. Weil wenn es zu teuer ist, dann nehme ich es nicht, auch wenn ich es möchte. Vor allem Lebensmittel und Energie sind in den letzten 2 Jahren deutlich teurer geworden. Dann auch noch etwas auf die Seite zu legen, wird für viele immer schwieriger. Experten warnen schon jetzt davor, dass die Altersarmut in den nächsten 10 Jahren deutlich ansteigen wird. Zur Wahrheit gehört dazu, dass die Preise für viele Dinge nie wieder so gering sind oder wieder sinken werden auf das Niveau, das wir vielleicht vor 2 oder vor 5 Jahren hatten. Also wir werden mit den höheren Preisen permanent leben müssen und wir werden uns auf weitere Preissteigerungen einstellen müssen. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. In Zukunft werden daher wohl nicht mehr nur sehr arme Menschen darüber nachdenken, wie sie ihr Geld ausgeben. Auch für Normalverdiener und Rentner wie Kuno Hock aus Heidelberg wird es schwieriger werden. An seinem Autohobby will er trotzdem weiter festhalten, solange es geht. Wir müssen uns also auf verändernde Umstände und auch persönlichkeitsentwickelnde und Karrierethemen einstellen. Das sind vor allen Dingen auch Themen, die Melanie Kuballa bei sich dem Mannheimer Frauenzimmer thematisiert. Das ist ein Ort der Begegnung für Frauen und das unabhängig von ihrem jeweiligen Status, Erfolg oder Alter. In dem Frauenzimmer sollen die Besucherinnen frei sprechen, sich austauschen können und nicht verurteilt werden. Der Fokus liege darauf, als Frauen eine starke Gemeinschaft zu bilden und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Frauen berichten über ihre Erfahrungen und tragen Lösungsansätze zusammen. Monat für Monat finden zudem Veranstaltungen zu verschiedenen Themen wie Gesundheit, Stress, Erziehung oder Persönlichkeitsentwicklung statt. Die Events sind für jede Frau kostenfrei zugänglich. Und die Gründerin Melanie Kuballa ist jetzt hier bei uns in der Sendung. Frau Kuballa, was waren damals die Beweggründe für die Gründung des Frauenzimmers Mannheim? Ja, also die Idee war erstmal gar nicht meine, sondern ich habe mit einer damaligen ersten Kundin telefoniert und die sagte, Mensch Melanie, bring uns Frauen doch mal an einen Tisch, wir haben doch dieselben Sorgen und Nöte. Und dann habe ich aufgelegt und habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann
hat es noch ein paar Wochen gedauert. Dann hatte ich die erste Idee zu einem Termin und habe 7 Frauen eingeladen damals. Das war am 29.10.2020, mitten in Corona. Und wir haben uns getroffen und haben mit der kollegialen Beratungsmethode einen Fall bearbeitet. Und jede Frau hat am Ende des Abends was für sich mitgenommen. Und dann hat es nicht mehr aufgehört. Dann habe ich jeden Monat Veranstaltungen angeboten. Und mittlerweile sind wir 107 Frauen. Welche Themen behandeln Sie dort? Also wie ist das Feedback der Teilnehmerinnen auf Ihr Angebot? Ja, also die Themen unterscheiden sich immer, je nachdem, welche Referentin auch kommt. Mittlerweile muss ich das gar nicht mehr alleine machen, so einen Abend gestalten, sondern es helfen mir ganz viele. Es sind Gesundheitsthemen, es sind Erziehungsthemen, Persönlichkeitsentwicklung, wie gehe ich mit Stress um? Es geht auch mal um Yoga, wir machen auch mal was im Wald oder wir malen mal. Also es gibt, die Bandbreite ist ganz groß im Frauenzimmer. Morgen feiern Sie Ihr 3-jähriges Jubiläum. Sie haben es eben schon angesprochen. Was steht da für ein Programm? Was haben Sie da auf die Beine gestellt? Und wer kann da gegebenenfalls noch vorbeischauen? Also eingeladen sind alle Frauen natürlich, wie immer. Der Abend wird so sein, dass es ein Abend ist für den Austausch. Also die Frauen sollen sich kennenlernen, sie sollen netzwerken miteinander. Es wird ein paar Highlights geben, ein Speed-Dating, ein kleines Gewinnspiel. Es wird ein paar Bilder geben, die die letzten 3 Jahre zeigen. Und es soll einfach ein lockerer Abend in einer guten Atmosphäre sein. Jetzt haben Sie sich über die 3 Jahre super entwickelt, gestartet in Mannheim. Sie haben mittlerweile auch ein Frauenzimmer in Schwetzing. Was sind denn die nächsten Ziele, die nächsten Steps, die Sie angehen möchte? Ach, das weiß ich noch gar nicht. Also das, so wie Schwetzingen sich auch entwickelt hat, dass eine Kollegin zu mir kam und gesagt hat, Mensch, ich würde es gerne in Schwetzingen machen, was brauche ich denn dazu? Und ich gesagt habe, mach einfach. So kann natürlich noch mehr passieren und noch mehr Standorte sich entwickeln. Ich bin da offen. Welche Erfolge konnten Sie beispielsweise schon erzielen? Individuell oder gar in der Gemeinschaft? Ja, einmal, dass die Frauen den Raum haben, sich zu öffnen, über ihre Themen zu sprechen. Und auch auf der anderen Seite, dass die Frauen, die sich vielleicht noch nicht so trauen, mit ihrem Thema auf die Straße zu gehen, jetzt was Selbstständigkeit angeht, einfach den Abend gestalten können. Die sind mutig, die können mal ausprobieren, was habe ich für ein Thema, wie kommt es an? Und das bringt ganz viel einfach in Bewegung, auch bei den Frauen, die sich vielleicht sonst nicht trauen würden. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Frau Kuballa. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir blicken auf weitere wichtige Meldungen aus der Region, heute zusammengefasst von Melis Polat und Rebecca Sauter. Erneute Bombendrohungen. An mehreren Schulen in Mannheim sind heute erneut E-Mails mit Bombendrohungen eingegangen. Nach ersten Ermittlungen hat die Polizei Mannheim jedoch eine konkrete Gefahr ausgeschlossen. Schulzentren sind nicht evakuiert worden. Nach RON-Informationen ist unter anderem die integrierte Gesamtschule Mannheim betroffen. Diese war auch schon am vergangenen Montag Ziel einer Bombendrohung. Weitere betroffene Schulen hat die Polizei nicht preisgegeben. Wagenknecht-Wirbel. Die Parteigründung der ehemaligen linken Politikerin Sarah Wagenknecht sorgt auch in unserer Region für ein Politbeben. So hat die Linke in Ludwigshafen auch auf RON-Anfrage angekündigt, dass die meisten aktiven Mitglieder dem neuen Bündnis folgen werden. Auch in Frankenthal gibt es schon erste Austritte aus der linken Partei. In den linken Kreisverbänden Speyer und Landau sind hingegen noch keine Meldungen über etwaige Parteiaustritte bekannt. Zukunft des Waldes. Hitze, Dürre und der Borkenkäfer haben dem baden-württembergischen Wald auch in diesem Jahr zugesetzt. Das geht aus dem heute veröffentlichten Waldzustandsbericht 2023 hervor. Gerade Fichten und Buchen, die mehr als die Hälfte der Waldflächen im Land ausmachen, konnten sich im Sommer nicht erholen. Für den Waldzustandsbericht werden jährlich im Juli und August mehr als 7.500 Bäume untersucht. Eine sorgenfreie Spielzeit und der direkte Wiederaufstieg. Mit diesem Vorhaben ist der SV Sandhausen in die 3. Liga gestartet. Doch nach nur wenigen Spielen zeigt sich in der noch jungen Saison, der SV Sandhausen hat Sorgen. Nach 12 Spielen steht der SVS nur auf Platz 11. Zu wenig für die ambitionierten Sandhäuser. Deswegen musste am Wochenende der eigentliche Wunschtrainer Danny Galm gehen. Und dessen Nachfolger ist Jens Keller. Pascal Förster stellt Ihnen den neuen Coach vor und analysiert die bisherige Saison des SVS. Ein neues Gesicht, eine neue Taktik, ein neuer Trainer. Jens Keller soll beim SV Sandhausen das Ruder rumreißen und für den Sprung Richtung Tabellenspitze sorgen. Ich hatte auch einen guten Eindruck jetzt, die 2 Trainingseinheiten. Ja, sehr engagiert, alle mitgemacht, zugehört. Was normal ist, wenn ein neuer Trainer kommt, wenn sie es da nicht machen, wann dann? Aber ich bin überzeugt, dass es nicht oberflächlich war, sondern dass die Mannschaft auch sich weiterentwickeln möchte und weiter an sich arbeiten möchte. Das Ziel in Sandhausen ist weiterhin klar, der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga.
Am vergangenen Sonntag ziehen die Sandhäuser den Schlussstrich für Ex-Trainer Danny Galm, dieses Ziel für ihn offenbar zu hoch gesteckt. Etwas überraschend, denn noch vor der Saison hieß es: Der Danny ist genau der Trainertyp, wo wir gesucht haben. Ein junger Trainer, dynamisch, der noch große Ziele hat, aber nicht der typische Laptop-Trainer. Und wir wollen ja hier was aufbauen in Sandhausen über längere Zeit. Deswegen haben wir auch einen Dreijahresvertrag gemacht. Und wir haben ja mit dem Kleppo einen erfahrenen Co-Trainer nebendran. Und deswegen ist er die 1A-Lösung für uns. Die 1A-Lösung, die allerdings nicht nach 3 Jahren, sondern schon nach 4 Monaten wieder das Feld räumen muss. 4 Siege, 4 Niederlagen und 4 Unentschieden, für die Verantwortlichen des SVS keine zufriedenstellende Bilanz. Die Fans in den sozialen Netzwerken sind über die Entlassung Galms nicht gerade begeistert. Nachhaltigkeit ist was anderes. Ich sehe die gleichen Fehler wie bei Dynamo Dresden. Auf Krampf wieder hoch. Unfassbare Fehlentscheidung. Warum passiert das? Es dauert seine Zeit, ein eingespieltes Team aufzubauen, vor allem wenn man eine völlig neue Mannschaft zusammenstellt. Was war die Überlegung dahinter, zu erwarten, dass man in der 3. Liga die Konkurrenz überrollt? Die Konkurrenz überrollen, eine Aufgabe, der sich jetzt Jens Keller widmen soll. Der 52-Jährige bringt internationale Erfahrung mit an den Hartwald. Von 2012 bis 2014 trainierte er den FC Schalke, spielt mit den Königsblauen sogar Champions League. 2-mal erreichte er das Achtelfinale, wo er beispielsweise auf Real Madrid traf. Sein letzter Trainerposten liegt allerdings 3 Jahre zurück, damals beim 1. FC Nürnberg. Mit Sandhausen will Keller jetzt wieder angreifen. Stichwort Aufstieg. Ambitioniert ist es immer, ja, wenn man absteigt, man hat einen Umbruch. Aber ich glaube, dass der Verein eine Mannschaft zusammengestellt hat, wo absolut in der Lage ist, im oberen Bereich mitzuspielen und auch, wenn alle Dinge zusammenpassen, auch aufsteigen kann. Am Samstag steht direkt der erste Härtetest auf dem Programm. Gegen die 2. Mannschaft aus Dortmund treffen die Sandhäuser auf den Tabellen-4. Der Sprung Richtung Tabellenspitze, er wird alles andere als leicht. Über die Entlassung von Danny Galm und die Verpflichtung von Jens Keller hat mein Kollege Moritz Voss mit Matthias Imhoff, dem Sportdirektor des SV Sandhausen, gesprochen. Herr Imhoff, nehmen Sie uns gerne mal mit, wie lief denn dieser ganze Prozess ab von der Entlassung von Danny Galm bis hin zur Einigung von Jens Keller und der Vertragsunterschrift von ihm? Also zur Entlassung von Danny Galm, also das war schon nach dem Unterharingsspiel, waren wir schon zusammengesessen mit den mit Geschäftsführung und Präsidium, haben die Sache besprochen, haben dann auch einen Termin gehabt mit Danny Galm. Ja, wo wir lange die ganze Situation hier analysiert haben, besprochen haben, was können wir ändern, was können wir besser machen. Und war ein sehr, sehr langes Gespräch, wo wir hatten, aber war ein sehr, sehr guter Austausch, muss man sagen auch. Und dann sind wir ins Heimspiel hergegangen und dann war leider nicht das Ergebnis, wo wir uns erwartet haben. Und dann war für uns eigentlich relativ schnell klar, wir waren danach nochmal zusammengesessen, dass wir jetzt Danny freistellen werden und es mit einem neuen Trainer versuchen wollen. Bis zu Jens kam, klar, natürlich, wenn man die Woche vorher schon zusammensitzt im Präsidium mit allem drum und dran und darüber spricht, was passiert, wenn es wirklich nicht klappen sollte, dann war natürlich der Name Jens Keller ist gefallen und war auch in dem Fall unsere 1er-Lösung. Und dann habe ich einfach den Anruf gemacht am Sonntag nach dem Spiel, haben Jens angerufen und habe gesagt, pass auf, wir haben gerade den Trainer freigestellt, du stehst bei uns ganz oben auf der Liste, wir würden dich gerne treffen, ja oder nein. Und dann hat er gesagt, ja, er kommt, dass wir uns am Montag zusammensetzen. Und dann haben wir Montag gegen Abend, war der Jens dann da und haben dann zusammen alle ein langes Gespräch gehabt und haben uns dann praktisch geeinigt. Danny Galm, als Sie ihn eingestellt haben, hatten Sie gesagt, das ist genau der richtige Trainertyp. Jung, dynamisch, möchte noch vieles erreichen. Genau jemand, mit dem wir etwas aufbauen möchten. Ja. Warum war er schlussendlich doch nicht der Richtige? Ja, wie gesagt, nochmal, die Ergebnisse haben einfach definitiv nicht gepasst. Und der Abwärtstrend war es. Also der Danny hat wirklich ein super Training gemacht, war immer perfekt vorbereitet mit allem drum und dran. Also die Jungs hatten Spaß am Trainingsplatz. Ja. Irgendetwas, haben sie recht, irgendetwas hat gefehlt. Ja. Und was es genau war, wenn wir vielleicht das feststellen, wenn es mit dem Jens jetzt gut funktioniert, wie erfolgreich sind, vielleicht war es die Ansprache an die Mannschaft, vielleicht mit einem älteren Trainer, der mehr Autorität hat oder ein stärkeres Auftreten hat einfach. Ja, werden wir sehen. Das wäre jetzt genau die Frage. Jetzt hat man mit Jens Keller quasi eine 180-Grad-Kehrtwende getroffen mit einem erfahrenen Trainer, der auch schon seit 3 Jahren jetzt kein Traineramt mehr innehatte. Warum haben Sie sich für ihn entschieden? Weil ich glaube, der Jens hat alles dabei. Also wie gesagt, ich weiß ja, wie Jens, ich kenne ihn seit, wir haben dieses Jahr 30-Jährig, das hört sich gut an, gell? Ja, ich kenne Jens schon so lange, ich weiß, wie er Fußball sieht. Und also es ist jetzt nicht dieser
Trainer, also Oldschool-Trainer, ich hau drauf, ihr müsst laufen, ihr müsst rennen, ihr müsst grätschen, das reicht mir, das ist er nicht. Also Jens hat ganz klare taktische Vorstellungen, kann auch sehr, sehr gut beim Spiel reagieren, wenn irgendwas mal nicht läuft, aber hat trotzdem diese Autorität durch seine Erfahrung, ja, dass er auch vielleicht bei den Spielern anders da wahrgenommen wird. Ja. Und wie gesagt, das ist auch, da muss man einfach sagen, das ist keine Kritik am Danny überhaupt nicht, weil der Danny steht am Anfang seiner Trainerkarriere, die er definitiv haben wird, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und der Jens ist halt schon im Herbst, sage ich jetzt mal, seiner Trainerkarriere. Und wie gesagt, solche zwei Trainer kann man gar nicht vergleichen einfach. Dankeschön. Gerne. Wir machen eine kurze Pause und danach sind wir zurück mit Tipps für Gewinnspielen und wie Sie Ihre Erfolgsaussichten erhöhen können. Bis gleich nach der Werbung. Da sind wir zurück bei Ron. Haben Sie schon mal was gewonnen? Ich habe hier gerade mal bei uns im Studio rumgefragt. Ein Kollege hat beispielsweise mal 15.000 Mark gewonnen, die andere Kollegin einen Hotelgutschein und der andere Kollege war sehr stolz auf eine gewonnene Uhr. Ja, die Versuchung ist sehr groß, täglich an Gewinnspielen teilzunehmen. Überall wird ja mit Preisen gelockt, ob in der Zeitung, online oder auch beim Einkaufen. Doch an was für Gewinnspielen sollte man teilnehmen? Wie sollte man da vorgehen? Und kann man sein Glück erzwingen? Eine Familie hat mal für uns den Test gemacht. Viel Glück. Davon hatte Silvia Schulz eine ganze Menge. Seit 30 Jahren nimmt sie regelmäßig und erfolgreich an Gewinnspielen teil. Manchmal hat man natürlich Glück und ist gleich dabei, aber meist braucht es doch wirklich viele Versuche. Also da muss man wirklich dranbleiben und hartnäckig sein. Aber reicht nur hartnäckig sein wirklich aus? Ehepaar Fjord macht für uns den Test. Wenn ich an Gewinnspielen teilnehme, dann eigentlich über Partnern, wo ich auch nachvollziehen kann, wo die herkommen. Also zum Beispiel verschiedene Modemarken, wo ich selbst auch einkaufen gehe. Gewonnen hat Konrad dabei noch nicht. Mit den richtigen Tipps von Glückspilz Silvia soll es dieses Mal aber funktionieren. Was ich persönlich empfehlen würde zu machen, wäre eine eigene E-Mail-Adresse anzulegen für Gewinnspiele. Wenn du dann wirklich vielleicht Spam-Mails bekommst, dann hast du die nicht auf deinem Konto, was du immer so brauchst für alles Mögliche, sondern du hast die auf einem Konto gesammelt, wo es dich nicht stört. Innerhalb von 6 Wochen versuchen Rebecca und Konrad ihr Glück bei jeglicher Art von Gewinnspielen. Ich muss echt sagen, es macht schon direkt so ein bisschen süchtig. Wir waren heute Mittagessen, mein Mann und ich. Und in dem Laden gab es dann direkt auf der saisonalen Karte, hier scannen Sie den QR-Code und machen Sie mit und gewinnen Sie eine Reise. Haben wir natürlich beide dann auch gleich gemacht. Na, mal gucken, ob was bei rumkommt. Um die Gewinnchancen zu erhöhen, soll man am besten an Gewinnspielen teilnehmen, die nicht so eine große Nachfrage haben. Regionale Gewinnspiele sind auf jeden Fall, sind die Chancen sehr viel größer, was zu gewinnen, wenn es für Veranstaltungen ist, weil man reist ja nicht extra hierher an, um dann dort teilzunehmen. Das heißt, dadurch ist die Teilnehmerzahl schon mal sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Klingt logisch und vielleicht klappt das ja auch. Während die beiden auf die ersten Gewinnauslosungen warten, kommt Rebecca schnell zu dem Entschluss. Instagram macht mir persönlich gar keinen Spaß, weil ich halt viel zu schnell, wenn du diese offenen Kommentare hast, mit so Spam-Mails zugeballert werde oder eben auch tatsächlich diese Betrüger-Mails bekomme. Und das hast du halt bei einem seriöseren, großen Anbieter nicht, weil es ja alles über deren Werbung läuft. An über 100 Gewinnspielen hat das Ehepaar innerhalb von 6 Wochen teilgenommen. Und wie aufwendig war es? Wir haben es immer mal gemacht, wenn was aufgeploppt ist. Also so, wenn wir halt irgendwo unterwegs waren und es gab da was, dann haben wir das gemacht. Und ansonsten habe ich so vielleicht alle 3-4 Tage mich abends mal hingesetzt und so doch 1,5 Stunden alles durchgeklickt. Leider ohne Erfolg. In unserem Testzeitraum hat Familie Fjord leider nichts gewonnen, lässt sich davon aber auch nicht entmutigen. Wenn man halt die Erwartung nicht zu hoch nimmt, dann kann es auch witzig sein. Und wer weiß, vielleicht klappt es mit dieser Einstellung dann doch noch mit dem Traumgewinn. Dann hoffen wir doch, dass das Wetter in den kommenden Tagen ein Gewinn ist. Hier sind die Aussichten. Einsteigen und wohlfühlen. Der Mercedes EQS 580. Die Autowelt Ebert präsentiert Ihnen das Wetter. Das Wetter bleibt ziemlich durchwachsen. Nach weiterem teils kräftigen Regen in der Nacht müssen wir auch am Freitag mit zumindest kurzen Schauern rechnen. Sogar Blitz und Donner sind örtlich möglich. Dazwischen zeigt sich aber auch immer mal wieder die Sonne.
Frischer bis kräftiger Südwestwind bringt an Rhein und Neckar zudem recht milde 15 Grad. Im Bergland sind es meist um die 12 Grad. Das Wochenende verspricht zumindest leichte Wetterbesserungen. Wir müssen zwar immer noch mit einigen Schauern rechnen, dazwischen bekommen wir aber auch längere trockene Abschnitte. Und sogar die Sonne ist wieder häufiger mit dabei. Dazu klettern die Temperaturen auf bis zu 18 Grad. Die neue Woche beginnt wieder wolkiger und ist ähnlich mild. Ein Ebert, ein Wort, Markenvielfalt für die Region. Die Autowelt Ebert präsentierte Ihnen das Wetter. Eine Sache müssen wir natürlich noch auflösen. Wer war der Kollege, der so stolz war auf die Uhr, die er gewonnen hat? Ja, Basti. Kreuzworträtsel gewonnen in der Sportbild. War ich noch sehr, sehr jung, habe endlich mal die Worte richtig zusammengesetzt. Fand ich so geil, dass ich die Uhr heute noch trage. Bin großer Fan davon. Wenn Sie morgen wieder einschalten, ist das natürlich auch ein Gewinn für uns. Schönen Feierabend.